Bei einem Road Safety Audit, kurz RSA, geht es um die Überprüfung der Verkehrssicherheit bei Straßenprojekten, bevor sie realisiert werden. Der Zweck des Audits ist das Erkennen von Sicherheitsdefiziten in der Planungsphase von Straßenverkehrsanlagen. Es gilt der Grundsatz, es ist einfacher, die Planung zu korrigieren, als das Gebaute zu ändern. Wichtig ist, dass man das Projekt von Anfang an begleitet und schon bereits im Vorfeld oder beim Vorprojekt involviert ist. Denn zu Beginn ist der Einfluss für die Verkehrssicherheit am größten und der Straßeneigentümer erhält die Möglichkeit, Projekte frühzeitig zu korrigieren und die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Dies dient letztlich dem Vermeiden von hohen volkswirtschaftlichen Kosten, welche durch Verkehrsunfälle verursacht werden. Das Verfahren von einem Audit ist bei jedem Element im Projekt stets dasselbe. Zuerst kommt die Überprüfung, dann die Auditierung und dann die Umsetzung. Das heißt, stimmen die geplanten Elemente und haben diese Einfluss auf die Verkehrssicherheit? Es gibt zwei Auditformen, das vorgezogene und das klassische Audit. Das vorgezogene Audit macht man in den ersten Projektphasen, also in der Vorstudie oder im Vorprojekt. Das klassische Audit macht man in der Bauprojektphase. Sollten im Projekt mangelhafte Elemente auftauchen, vergleicht man diese mit der Norm und kann so die Größe der Abweichung bestimmen und beurteilen. Man überprüft danach, inwiefern diese negative Differenz eine Auswirkung eben auf die Verkehrssicherheit hat. Das Sicherheitsaudit lohnt sich in allen Fällen und kann Projekte hinsichtlich der Verkehrssicherheit maßgebend beeinflussen und Defizite aufzeigen. Nehmen wir als Beispiel die Geschwindigkeit einer Kurve im Ausrutsch. Die Norm sagt uns, der Kurvenradius muss mindestens 240 Meter sein. Ist dieser Radius nun im Projekt aber kleiner, so besteht eine Abweichung. Und wenn der Radius der Kurve nun in der Planung nicht korrigiert wird, besteht die Gefahr, dass die Verkehrsteilnehmer mit der entsprechenden Fahrgeschwindigkeit aus dieser Kurve herausfliegen. Es kann eine neue Unfallstelle entstehen. Zusätzlich wird das Straßenprojekt mit dem Ist-Zustand der bereits bestehenden Straße verglichen. Hierbei werden die Sicherheitsdefizite und der Sicherheitsgewinn quantifiziert. Es werden die Verbesserungen gegenüber dem Ist-Zustand aufgezeigt. Alle sicherheitsrelevanten Erkenntnisse aus diesem Audit werden zum Schluss in einem Bericht zusammengefasst. Aufgrund dieses Berichtes entscheidet der Bauherr im Plenum mit allen involvierten Parteien über die Umsetzungsmaßnahmen und gibt das Projekt, wenn nötig, dem Planer zurück. Dank dem Road Safety Audit ist es günstiger, das Geplante zu ändern, als das Gebaute zu korrigieren. Mit dem Ziel, dass sich alle unfallfrei auf unseren Straßen fortbewegen können.